Wir wurden in Kooperation mit der Firma Jacobi Freiburg beauftragt, einen verunfallten VW T4-Kombi aus einer Böschung hier an der Schauinslandstrecke zu bergen. Das Problem war, dass das Fahrzeug ungefähr 20 Meter von der Straße abkam und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde nur leicht an der Hand verletzt. Das Problem war eigentlich nur die Bergung, das Fahrzeug aus der Böschung hinauszuheben. Wir hatten dann einen Autokran eingesetzt. Die Schwierigkeit war der Bewuchs der Bäume, oder vom Bewuchs her war die Bergung etwas schwierig, dass wir mit dem Kran hineinfahren konnten. Aber die Aufgabe wurde eigentlich zur besten Zufriedenheit gelöst. Das Fahrzeug steht wieder auf den Rädern. Angedacht war erst eine sogenannte Windenbergung, die verworfen wurde, weil das Fahrzeug also unten auf dem schroffen Gelände auf dem Dach lag und so die Gefahr, dass sich das Fahrzeug in den Felsen verhedderte, war zu groß und somit hat man sich entschieden, dass man das Fahrzeug mit einem Autokran freischwebend aus dieser Böschung hinaushebt.